das Fläche von Westbank. Also da frage ich mich als Palästinenser, wo werden wir unseren Staat ausrufen? Es gibt kein Land mehr, wenn die Siedlungsarbeiter sind so aggressiv durchgeführt wird und Mauerbau schluckt 12% der Fläche und Israel stört und zerstört die palästinensischen Häuser hier in Silwan, in Jerusalem, mit der Begründung, sie haben keine Baugenehmigung. Und die Häuser stehen hier schon seit Jahren da, aber plötzlich verlängern sie Baugenehmigungen. Aber für die Siedler, für Siedlungsbau, haben sie immer in der Schublade Genehmigungen. Für die Leute, die in Russland jahrelang untergeboren sind und gelebt haben, haben sie Platz da. Für Leute aus der ganzen Welt haben sie Wohnungen, haben sie Siedlungen, haben sie Baugenehmigungen. Aber für die restlichen Palästinenser, die ihnen das Land gehören, die da geboren sind, haben sie keinen Platz. Und da brauchen sie keine Begegnung. Und da brauchen sie eine Baugenehmigung. Übrigens, Baugenehmigungen werden nie erteilt. Nie erteilt. Das ist nur ein Vorwand, damit. Bruder Ali hat gemeint, dass die Palästinenser in Jerusalem auch durch diese Vertreibung zählen. التي تطالكم لن ننساكم نحن معكم
سنبقى معكم في كل ساعة، نحن وأبنائنا وأزواجنا وأخواتنا، سنبقى دائما. نقول للعالم، نقول لميركل، نقول لكل دنيا كفى صمتا. الاحتلال قريبا سيزول، الاحتلال قريبا سينتهي، وسنعود لقدسنا، وسنقف بهذه الأعلام في ساحات المسجد الأقصى. والله إننا سنقف في ساحات المسجد الأقصى. هذه الدماء التي لن تطول. محررين، وسنذهب فاتحين، وسنعود لكل فلسطين وللمسجد الأقصى فاتحين محررين بإذن الله. والله إنني كما أراكم اليوم ترفعون هذه الأعلام، أقول لكم وأنا متيقنة مما أقول، أننا سنرفع هذه الأعلام وكل أعلام الدول العربية والإسلامية بإذن الله تعالى في المسجد الأقصى قريبا قريبا قريبا. إننا عائدون عائدون عائدون. Das für die Übersetzer hier unter uns, das ist ein Message für unsere Leute, dass ihr nicht alleine gelassen.